der Meinung, eine vernünftige Renovierung des Kielsteges würde keine 240.000 Euro kosten, sondern wenn man ein Stahlgeländer macht und vielleicht einen Stahlboden da drauf macht, schätzen wir mal auf 30.000, und das ist weniger, als der Abriss kosten würde. Insofern empfinden wir die ganze Sache als Unsinn, die noch dazu über die Köpfe sämtlicher Anwohner hinweg beschlossen worden ist. Einfach der Federstrich von zwei Verwaltungsbeamten. Und leider ist das Gericht jetzt auch nicht der Meinung, dass wegen Denkmalschutz oder so hier ein Aufschub erfolgen könnte. Wir können also nur hoffen, dass die Öffentlichkeit und die Presse uns unterstützt und dann der Senat dann nochmal einen Rückzieher macht. Und dafür ist es sehr gut, dass Sie heute gekommen sind. Und wir danken Ihnen dafür herzlich und wir bitten Sie, die Informationen weiterzutragen, dass noch mehr Leute sich dafür einsetzen, dass der Steg erhalten bleibt. Denn es ist eigentlich ein zeitgeschichtliches Denkmal, weil er gebaut wurde zu Mauerzeiten, um die nördlichen Zipfel da vom Kielufer und von der Hafenstraße anzubinden an Neukölln. Und er wird sehr viel genutzt von den Leuten, die hier zum Spielplatz gehen. Das zu weit ist, zur Wildenbruchbrücke oder zur Lohmühlenbrücke zu gehen. Wenn man mal berechnet, sind 70 Meter Unterschied. Auf der einen Seite 70, zusammen sind es dann 140. Wenn man hin und zurück geht, sind es 280. Ich selber werde in den nächsten Jahren auf Bewegungsdehe und ich möchte weiter zu Fuß in die Karl-Marx-Straße gehen können. Und deswegen bin ich dafür, dass der Kielsteg erhalten bleibt. Auch wegen der ganzen Kinder, die darüber gehen. Und nicht dann die Lohmühlenbrücke benutzen müssen, wo so viel Verkehr ist. Vielen Dank, unterstützen Sie uns bitte weiter und bleiben Sie noch eine Weile hier. Vielleicht kommen noch mehr Leute. Hier ist noch ein Herr, der sich sehr gut auskennt mit der Geschichte von dem Kielsteg. Ja. Ich kann nicht so sehr viel über diese Geschichte des Kielstegs sagen, aber was ich sagen kann, ich bin hier geboren in diesen Häusern und wohne also seit mehr als 72 Jahren hier und habe das mitgebracht, wo dieser Steg gebaut wurde. Und für mich ist es völlig unerklärlich, warum es jetzt ganz wichtig ist, dass dieser Steg abgerissen werden muss, weil es gibt einfach keinen logischen Grund. Vorgegebene Zahlen, die angeblich so eine Summen bedeuten und die Unterhaltung wäre so terrorisch, das ist absoluter Humbug. Das stimmt vorne und hinten nicht. In den Jahren, in denen ich hier gewesen bin und immer diesen Steg gesehen habe, war das immer so, dass der so ausgesehen hat. Der hatte zum Anfang, wo er gebaut wurde, logischerweise helles Holz. Von diesem Holz wurde oft mal vorne, mal hinten, mal an der Seite was ausgewechselt. Von den Bohlen, die da unten sind, ist so gut wie noch nie was ausgewechselt worden, meines Wissens nach. Also völlig unerklärlich, wie jemand sagen kann, diese Instandhaltung und die Erhaltung dieses Steges ist eine wichtige Sache. Eine unwichtige Sache, was die ja besser abgerichtet werden kann. Ich muss mich um meinen Vorredner natürlich anschließen. Er hat letztendlich, wenn auch eine geringe, historische Bedeutung. Er war ein ganz wichtiger Teil für uns, die wir hier gewohnt haben, wo es mit einmal hieß, hier geht nichts mehr rüber, hier ist Feierabend. Aus den Bildern kann man ja sehen, die hier ausgehangen worden sind, dass die Mauer wirklich bis an die Brücke ranreichte. Es ging also wirklich nicht mehr über die Brücke und damit war alle Möglichkeit, ganz schnell hier ranzukommen, an die Harzer Straße gestorben. Ich habe das hier schon mal vorhin jemand anders erzählt, ich erzähle das mal nochmal klar. Ältere kennen ja noch vielleicht den Begriff, dass man mit zum Rollen gehen musste. Also Bettwäsche wurde dann bei irgendeinem Seitenladen oder sowas in die Rolle gebracht. Und da ging es immer über die Brücke rüber, rechts hinter der Ecke war ein Seifenladen, der hatte so eine Rolle und ich musste früher als kleiner Junge mit der Oma dann rollen gehen. Und das war also dann von da an, war schon größer, nämlich 20 Jahre alt, aber das war dann gestorben und da ging gar nichts mehr. Und es hat allen ganz toll gefallen, dass dieser Steg gebaut wurde und endlich wieder die Beziehung darüber war. Ja? Okay, also wenn Sie dann später dafür interessieren und dafür demonstrieren, finde ich das sehr wichtig. Dankeschön.